Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder Teil 2. Im letzten Video haben wir neue Gegner getroffen, und zwar Basilisken, die uns, vermute ich, mal versteinern können. So, was haben wir hier bekommen? Wir hatten hier einen Rubin bekommen, genau. Hua, da sind sie schon. Ich habe mich einen Schiss, weiß noch nicht, passiert ist mit der Versteinerung. Ich vermute mal, das wird erwürfelt. Ah, das war eine unsichtbare Wand. Alles klar. Hoch. Sehen die mich hier in der Wand drin? Die sehen mich. Ihr Schweine. Und wir haben hier jede Menge Teleporter. Sollen wir durch die Teleporter gehen? Wie gesagt, wir haben hier einen. Dann haben wir hier noch einen. Kommen aber nicht dadurch, also durch diesen Gang, weil wenn wir nach rechts drehen, haben wir einen. Links einen. Das sind also drei. Wir haben hier oben noch einen. Sind vier Teleporter. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4. Okay, durch welchen gehen wir zuerst? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall mit Testo weiter vorgehen. Fangen wir mal hier an. Können wir bestimmt irgendwie deaktivieren. Wo genau sind wir jetzt? Frage ist, gehen wir durch den oder gehen wir durch den? Okay, wir sind irgendwo anders gelandet und haben einen Edelstein des Herzens bekommen. Ja, das ist doch schon mal richtig gewesen. Aber ich glaube, da müssen wir mal weiter ausprobieren, weil da könnten ja noch andere Sachen sein. Ach, und da ist schon wieder ein Basilisk. Kommt der hier durch? Nee. Okay, aber hier kommt er hin. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind durch den durchgegangen. Dann sind wir hier rübergegangen, sind durch den. Dann gehen wir nochmal hier lang. Und kommen an eine Stelle, wo wir nichts machen können, außer durch zwei Tele zu gehen. Hat sich nichts geändert. Dann, jetzt weiß ich nicht, durch welchen ich gegangen bin. Also wir gehen durch den. Hä? Das war jetzt anders. Das war seltsam. So, wir sind durch den durch. Sind dann durch diesen. Und kommen jetzt hier raus? Das ist anders als eben. Das verstehe ich nicht. Da geht's nicht lang, weil da ein blöder Basilisk, was auch immer du für eine Echse bist du. Dann gehen wir mal hier durch. Kommen wir auch an diese Stelle. Ich will nicht, dass ihr mir gleich alle den Rücken fallt. Wo sind wir noch nicht durchgegangen? Hier sind wir noch nicht durchgegangen. Aber es kann sein, dass wir nur zu dieser Stelle kommen müssen. Das weiß ich nicht. Okay, ich glaube, das geht hier nicht weiter. Shit, da ist einer neben uns. Geh weg. Mistvieh. Also die Tele haben sich nicht verändert. Wir haben hier vier Tele und ich bin durch alle durchgegangen, soweit ich das sehen kann. Und das hat uns nicht weitergebracht. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Oder haben wir da hinten noch was ausgelassen? Am Eingang, ne? Ne, hier sind wir durch. Hatte die ganze Zeit neu. Wow. Komm. Das sieht fast wie eine Tür aus da hinten, oder? Bin mir aber nicht sicher.
Gott, unendlich von denen. Also dieses unendlich Gegner, das finde ich echt doof. Ich habe Angst, dass ich hier was auslasse. Vielleicht muss man hier wirklich nur den Stein holen. Komm, 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 komm. Wir sollten mal Hast reinmachen, damit das was einfacher wird. Und einmal Segen. Dankeschön. Wow. Dann würde ich sagen, dass wir mal durch die Tür gehen. Die kennen wir noch nicht. Was ist das? Das Element fühlt sich kalt an und es hat drei Stellen für drei Rubine. Ja, super. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr. Auf der Tafel steht, wenn Herz, Körper und Seele vereint sind, offenbart sich die Zukunft. Ah, wir kriegen hier eine Vision. Das ist schön. Dann wollen wir doch direkt mal. Obwohl, wer weiß. Verdammt. Wer weiß, was da jetzt passiert. Wir tun erstmal speichern. Weil wir allmählich ziemlich Schiss haben hier so weit im Spiel, wo wir ruckzuck. Oh nein, ich habe den Test überschrieben und sehe gerade, du bist versteinert. Und wir können den Zauberstein zu Pupsi noch nicht. Deswegen den drauf. Fex ist nicht mehr versteinert. Wahnsinn. Aber da müssen wir echt aufpassen. Schön in den Rücken gehauen, ne? Warte mal, wo haben wir denn den hier? Können wir das nicht hinten irgendwo hin tun? Oder kannst du da nicht mehr schießen? Doch, du kannst noch schießen. Damit er nicht so schnell versteinert wird. Okay, das scheint zu klappen, egal wo ich es drauf mache. Was? 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 Was ist passiert? Irgendwo ist was aufgegangen. Habe es genau gehört, aber hier sind keine Wände, oder? Aber was ist aufgegangen? Hat sich hier bei den Teles was verändert? Nein, du bleibst gefälligst da. Da bleiben. Hier hat sich nichts verändert. Wir gehen aber trotzdem nochmal durch den durch. Ich muss wissen, ob sich da Mist, ob sich da was verändert hat. Nö, ist dasselbe wie vorher. Okay, können wir also abhaken. Die Tür war vorher zu und wir hatten keinen Schlüssel. Das muss aufgegangen sein. Haben wir hinten rechts alles beendet? Ah ja, das war das mit den Löchern. Dann würde ich sagen, dass wir hier durch sind. Boah, Horden von Gegnern. Zack. Was war das für ein Geräusch? Vorsichtig weitergehen. Gehen wir nach links. Ihr braucht einen Schlüssel. Oder wir knacken es einfach, weil wir so einen tollen Meisterdieb haben. Ich glaube, das geht nicht. Ein Schalter, der was macht? Hoch? So, nicht durch mich, oder? Ah, Teile verschwinden. Da ist ein Basilisk. Komm, verschwinde Teil. Nee, du musst hier rüber. Das Teil muss weg. So. Grüß Gott. Was? Was? Was war das? Hier knallt irgendwo ein Feuerball lang. Hier ist eine Platte, können wir da was drauflegen? Legen wir mal das drauf. Ah, das klappt nicht. Wir haben eine Tür. Gehen wir mal weiter. Oh, hier sind irgendwo Feuerbälle am Ballern. Das gefällt mir gar nicht. Erstmal den Gang folgen, bevor wir nach Geheimgängen suchen.
hier kommen Schalter, die was machen. Oh! Okay, dieser Schalter feuert einen Feuerball. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Und der hier? Ah, der schießt auch einen, aber von hinten. Oder von da. Das ist die Frage. Auf jeden Fall ist es ziemlich mies und wir sollten voll resten. Oh, fies. Fies, 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 fies. Sagte ich schon fies? Sau fies. Okay, leider können wir keinen Schutz vor Feuer reinmachen. So, ich sollte erst Buffs machen. Segen. Hast, wer weiß, was da kommt. Schutz vor Bösen, das wird wohl kaum klappen, oder? Hier, Sanral, du bist leider sauschwach. Ein Gebet gibt's noch. Und dann speichern wir, weil wir sterben bestimmt. Oder auch nicht. Erstmal testen wir, von wo der kommt. Ah. So, jetzt testen wir von hier. Der kommt von vorne? Ne, der kommt von da. Okay, jetzt haben wir ihn gesehen. Das ist ein Problem, da können wir nicht lang. Das wird nicht gehen, der kommt ja von hinten. Es sei denn, ich bin ganz schnell. Sollen wir das gerade mal testen? Ah, es sei denn, man ist ganz schnell. Was macht der? Der schießt auch von da. Aber ich glaube auch einen von da, kann das sein? Ne, von der anderen Seite. Das ist ein Schalter. Habt ihr sie gesehen rechts? 1, 2, 3. 1, 2. Ne, es sind nur 2. Okay. Was machst du? Das erkenne ich so nicht. Müssen wir mal so gucken. Okay, der kommt von vorne. Das ist doof. Fail. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen austesten erstmal. Bam. Okay, was passiert, wenn wir diesen Schalter drücken? Diese Tür geht schon mal nicht auf. Also wir sind so gut wie tot. Ein Schalter, zwei Schalter, doch drei Schalter, okay. Alle drei Schalter runter, scheint aber nichts zu bringen. Huch, da ist ein Basilisk. Oder was auch immer du bist. Komm mal her. Wenn ich da drauf gehe, bin ich doch tot. Wow. Ach, der wird selbst getroffen von denen. Wow, und direkt tot. Ja, wir müssen da sowieso mal besser hinkommen. Also, Spiel laden. Testo. Also, ganz gut geklappt hat das hier. Zack. Das ist ja schon mal was. Und jetzt geben wir so. Dann so rüber. Ballert der dahin. Dann haben wir hier mehrere Schalter. Ah! Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ist mir auch egal. Hauptsache, es ist weg. Boah, 59. Habt ihr das gesehen? Ah, scheiße. Und ich kann da nicht lange stehen. So wie es aussieht, ballern die immer weiter irgendwie. Das ist ein Problem. Ballert der auch weiter, wenn ich den drücke? Ja, er ballert weiter. Ja, einen alten Spielstand laden. 1, 2, 3, zack, hier rüber. Er schießt den Feuerball. Wir gehen. Na komm. Wir sind irgendwo runtergefallen. Ich werde für eure Freiheit bezahlen. Moment, das ist eine neue Gegend. Da waren wir noch nicht. Ein Gegenstand. Aha, da drücken wir irgendeinen Gegenstand rein. Und haben bezahlt für unsere Freiheit. Und kommen wo raus?
Ah, das ist die Dreierweg. Naja, na, das lohnt sich nicht und ich will keinen Gegenstand opfern. Warum auch? Nichts Besonderes zu holen. 1, 2, 3, hier rüber. Dann hat er hier einen ziemlichen Stocker gehabt, nachdem. Gucken wir mal, ob das genauso ist. So, jetzt müssen wir safe sein. Okay, wir speichern mal Testo. Probieren wir das mit diesen Schaltern aus. Also wenn ich den und den drücke, ging die auf. Mit dem Schalter kann ich auch nochmal was machen. Ah, ist das fies. Ist das fies, weil der da direkt ist. Und Sanral kriegt es natürlich voll ab von der Seite. Das bringt nichts. Moment, der schießt nicht weiter. Nee, der schießt erst, wenn ich dahin gehe. Jeden Fall hält der sau viel aus. Mist, zack. Ich weiß nicht, was der Schalter macht. Wir finden hier einen Muschelschlüssel, den kennen wir noch nicht. Und eine verbesserte Unsichtbarkeit. Egal, wir müssen das schaffen, ohne zu sterben. Und das machen wir am besten, indem wir ruckzuck ihn umbringen. Aber sehr wahrscheinlich kriegen wir trotzdem einen Hit ab, ne? Beeil dich! Okay, wir haben es überlebt. Das war die Hauptsache. Wir können ja bestimmt rasten hier. Aber übles Ding hier. Definitiv. Ein weiterer Schlüssel, eine weitere Schriftrolle. Können wir sie notieren? Ja, Unsichtbarkeit. Hab Dank. Gibt es hier noch etwas? Nö. Dann würde ich sagen, rasten wir voll. Waffen uns neu und versuchen da nochmal rauszukommen. Sind weg, das war klar. Segen und Spiel speichern. Was machst du genau? Du feuerst da irgendwie einen Feuerball. Och nö, echt jetzt? Wo kam der denn her? Ich noch erstmal weg. Passiert gar nichts. Ein karmesinroter Schlüssel. Oh, ist das der Schlüssel für unten im Tempel? Mist, das heißt, ich muss da noch mal hin. Ich habe den nirgendwo vergessen. Und ich hätte vor zwei Videos, aber das war nicht das mit den ganzen Zeug machen müssen. Das hätte ich dann immer noch gekonnt. Zu viel Kram dabei. Naja. Ist halt so. Wir legen das nicht mehr ab, bis wir mit dem Spiel jetzt durch sind. Habe gerade ziemlich Schiss. Eieieiei. Ich glaube, ich lege mal einen neuen an. Ich weiß nämlich nicht genau, was gerade hier abgeht. Ja, wir machen ein Angst. Okay, wir sehen, da ist eine Tür. Frage ist, was ist da hinten noch? Krrr. Ihr braucht einen Schlüssel und sieht nach einer Muschel aus. Also den Schlüssel haben wir, aber... Ah, shit. Okay, wir können sie nicht knacken. Dann müssen wir diesen Schlüssel wohl opfern. Frage ist, sollen wir erstmal... Das ist jetzt die Frage. Komm, wir schauen erstmal, was da oben ist. Oh, das ist ja auch so ein Teil. Ah, ja, genau. Ah, was hat mich getroffen? Der wahrscheinlich von hinten. Aber lass uns doch mal umschauen. Du Mistsack.
hier ist alles voll. Was ist das? Oh, ein poliertes Schild. Hätte man weiteren Schutz. Lohnt sich auf jeden Fall hier hochzugehen. Boah! Ich hoffe, ich muss die Schalter nicht irgendwie runterdrücken. Ja, ich wollte ja auch nur gucken. Nur mal gucken. Also, das müssen wir anders machen. Hoffentlich geht das jetzt nicht das. Ah, ich habe den falschen geladen. Hoffentlich geht das jetzt nicht das restliche Spiel so. Ist ja doch viel Try and Error. Frage ist, wie komme ich da dran vorbei? Gut. Boah, was? Echt wirklich? Das ist mies. Das ist ziemlich mies. Ich muss aber mal wissen, warum. Was wir denn da abkriegen, verstehe ich nicht. Das kann doch nicht der von hinten sein. Eigentlich nicht. Okay, das geht definitiv auch nicht. Nein, 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 nicht gut. Gott, das leckt auch. Wer weiß, wo ich das Schild noch brauche. Deswegen besser mal. Nein, jetzt geht er da drauf und von hinten kriegen wir einen Feuerball ab. Ja, so ist es. Das kann nämlich auch sein, dass ich gar nicht der Auslöser bin für diese Falle, sondern irgendwas anderes mich drückt. Bah, alle tot. Alle tot. Warum? Warum? Ah, weil hier noch was ist. Das heißt, ich müsste hier warten eine Sekunde, weil dieses da einen Feuerball auslöst. Oh, aber ich kann keine Sekunde warten. Das ist ja doof. Also, im Endeffekt muss ich hierhin warten und dann eins gehen. Ah, verstehe. Vielen Dank. Komm, 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 komm. Zack, zack. Ah. Okay, so viel dazu. Ja, ich habe Angst. Das ist echt übel hier. Wir haben ein weiteres Schild. Wuhu. Aber das funktioniert nicht, ne? Wenn der da drin ist, kann das sein? Ist das egal? Den Bogen lassen wir auf jeden Fall da. Das heißt, wenn ich schießen will. Das ist strange. Naja, gut. So, und hier gab es nichts mehr. Ne? Jetzt müssen wir nur noch heile zurückkommen. hoffentlich hat sich das gelohnt mit dem Schild. Und es ist nicht einfach nur Zierwerk. So, wenn ich da drauf gehe, kommt der oder kommt auch einer von vorne. Nein, es kommt keiner von vorne. Supi. Wir probieren den Schlüssel aus und hauen euch auf die Nuss. Wer auch immer da jetzt noch kommt. Und hier noch mehr Feuerscheißteile. Sieht ganz gut aus. Oh, da hinten war ein Mund. Ich fordere euch zum Kampf. Der Sieger soll den mächtigsten Gegenstand des anderen erhalten. Der Verlierer erhält den Tod. Wenn ihr die Herausforderung annimmt, legt eure Spruchbücher und heiligen Symbole in die Nische im Süden und tretet in die Teleportationskammer. Euer zauberkundigen Mitglieder würden diesen Kampf unfair beeinflussen können. Fürchte ich. Alle anderen magischen Gegenstände sind erlaubt. Okay, das heißt, wir können also sowas nutzen. Feuerbälle zum Beispiel oder Fernkampf. Aber wir müssen die Zaubersprüche wegtun. Und dann durch den Teleporter. Was für eine Nische? In die Nische im Süden. Nische im Süden? Also einfach hier hinlegen, oder wie? Okay. Können wir uns vorher buffen? Wir können uns bestimmt buffen. Wir rasten erstmal voll. In der nächsten. Ah! Gut gekillt.
Und Fex fast gestorben. Toll. Aber ich würde auch sagen, das machen wir im nächsten Video. Bis demnächst, euer Chojin.